Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen zurück im Storyline-Modus von The Green Hell. Wir haben gerade eben, ja, 17.25 Uhr, es lohnt sich eigentlich fast gar nicht mehr noch irgendwo hinzugehen. Was allerdings für uns bedeutet, Moment, ich will gerade immer mal die Kokosschalen richtig hinlegen, dass wir hier erstmal nächtigen werden. Ich stelle auch gerade eben hier schon mal hier meine Wasserauffangbehältnisse auf. Ich muss mir gerade mal unsere Nahrungsmittelsituation angucken. Wir haben durch unsere kleine Odyssee zum Ort, wo, nennen wir es mal, Pharmazeutika hergestellt werden. Ich drücke mich jetzt extra so aus, weil tatsächlich Videos ansonsten von YouTube demonetarisiert werden. Das ist unfassbar. also sind wir quasi jetzt auf dem Rückweg, weil wir ja ursprünglich hier hin wollten. Nach Lambda 2. Allerdings habe ich das am Anfang überhaupt nicht für eine adäquate Position. Ich habe gedacht, das wäre unser Startpunkt. Das Spiel hat mir halt auch leider überhaupt nicht verraten, dass ich halt, also woher soll ich wissen, dass der plötzlich jetzt quasi da, es war ewig drin, immer nur Suche, Hilfe, und dann war auf einmal drin, überprüfe den Ort Lambda 2, und diese Information kam halt einfach wie aus dem Nichts. So, ich gucke gerade eben nochmal, was wir sonst noch so gefunden haben. Hier genau, ein Drogenlabor. Entschuldigung, ein Labor für Pharmazeutika mitten im Dschungel. Glücklicherweise ist es verlassen. Ein Gringo wie ich würde sofort abgeknallt werden, aber wo sind alle hin? Die haben nur den Stoff zurückgelassen. Ja, ich habe so das Gefühl, die sind mit Verwesen beschäftigt. Also allem nach, was wir da lesen konnten. So, und jetzt möchte ich mal gerade eben mal gucken, weil diese Steinhacke, das ist eine neue Ausrüstung. Das Gefühl, dass die Steinhacke, also das ist auch, macht auch mehr Sinn, ne? Die Steinhacke macht mehr Sinn, weil dieses Messer, das wir hatten, ist ja auch eher so Hackenform. Dass man daraus einfach so eine Axt craften konnte, hat bisher nie so viel Sinn gemacht. Jetzt macht Sinn, finde ich sehr, sehr gut. Sehr gute Änderungen, Dinge, die mir gefallen. Sehr, sehr gut. Ah, und um eine Axt herzustellen, muss man einfach zwei Steine verwenden. Das heißt, ich crafte mir dann quasi aus einem Stein mit dem anderen Stein einen Axtkopf und der wird dann quasi mit Stock und Seil hier eingeklemmt. Das macht so viel mehr Sinn, meine Damen und Herren. Außerdem gibt es hier nochmal irgendwie eine Steinaxt. Dürfte niemals wirklich sehr stabil sein. Nach wenigen Schlägen dürfte das eigentlich schon den Geist aufgeben. Bei dem hier noch, hier haben wir jetzt hier unsere Kakis. Kann man da, ich glaube, man kann auch eine Suppe mit denen herstellen. Dann haben wir noch das Palmherz, das kann man auch einfach essen. Der unbekannte Pilz Nummer 1, der Parasiten tötet. Der unbekannte Pilz Nummer 2, der Parasiten noch viel besser tötet. Und auch noch jede Menge an Energie liefert, weil am Grunde ein Kaffeepilz ist. Unbekannter Pilz Nummer 3, der einfach nur Nahrung bedeutet. Und dann haben wir hier noch die Stachelanone, die Parasiten tötet, sehr, sehr gut. Die Psychotria, die Lebensmittelvergiftung verursacht. Da muss ich echt noch mal ein bisschen rumprobieren, ob man damit auch noch was anderes machen kann. Die wechseln doch relativ häufig im Dschungel. Und da haben wir noch die ganzen Mengenelemente, bla 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 bla. Egel, Lebensmittelvergiftung, Parasiten, Dreck. Und da noch Lagerfeuergestell. Ah ja, wir machen gerade im Wasser. Das ein Wassersammler könnte ich aufstellen, aber eben nicht einen. So, Moment. Wie geht's uns eigentlich gerade? Eigentlich geht's uns gut. Einzige, was wir brauchen könnten, wären Kohlenhydrate. Und aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt schon 20 Uhr haben, würde ich einfach mal sagen. Wir hauen uns jetzt kurz mal hin. Unsere Energie ist einfach total im Eimer. Ziehen durch bis morgens um 4 im Schlaf. Und dann gönnen wir uns erstmal einen ordentlichen Schluck hier. Aus dem Wassertopf. So, den will ich natürlich wieder mitnehmen. Hallo? Jetzt hat er ihn genommen. Uns fehlt Fett. Und uns fehlt ein bisschen Kohlenhydrate. Das heißt, dass unser bester Freund eigentlich jetzt gerade eben sowas wäre wie eine Kokosnuss. Haben wir zwar Kokospalmen um uns rum. Die Sonne geht gerade eben auf. Genau genommen geht der Mond gerade eben unter. Lass uns nochmal ganz, ganz kurz eine Runde pennen. Entschuldigung, immer noch nicht ganz gesund. So, 6 Uhr morgens muss reichen. Wir gönnen uns.
Schon leer oder was? Anscheinend habe ich das eine Ding da falsch platziert. Okay. Ich sehe das ein, das war mein Fehler. So, jetzt müsste es eigentlich passen. Und jetzt wollen wir ja weitergehen. Weg zurück. Da ist eine Kokosnuss. Perfekto. So, die wird erstmal getrunken. Wo ist es hin? Ich hab's kaputt gemacht. Mist. Na gut, da oben haben wir. Warte mal, wir können ja. Warte mal, kann ich die Axt werfen? Die Axt. Diese Axt kann ich auch werfen. Diese. Hui, zack, da kommt's schon runter. Ups, da. Und. Wo ist meine Axt jetzt hin? Hallo, Axt? Axt? Wo bist du, Axt? Doch der Eins, warum nimmt er sie nicht? Ich sehe sie einfach nicht, weil sie so dunkel ist. Oh Gott. Verhältnisse und so. Trinken. Und knacken. So, jetzt können wir das hier essen. Perfekt. Und perfekt. Ja, also wir müssen jetzt einfach bloß noch irgendetwas unterwegs finden. Wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter. Bitte mit Bogen im Anschlag. Und jetzt auf einmal ist schlagartig hell geworden. Wo ist noch mal der Weg? Ich möchte zum Weg zurück. Ja, weiter da unten. Glaubt es? Nee, das ist niemals der Weg. Ich habe den Weg verloren. Fantastisch. Ich möchte ja eigentlich zurück zum Weg. Lass mal rauskriegen, wo er wieder anfängt. Irgendwo hier muss er sein. Was ist der Weg? Kann wohl nicht wahr sein, dass ich den Weg nicht mehr finde. Der Weg? Ich habe keine Ahnung. Ja, renn halt rum und schrei. Folg jetzt einfach mal. Das könnte der Weg sein. Ja, zumindest ist hier mal eine Öffnung. Was? Macht mich ja gar nicht kirre, wenn ich solche Geräusche höre. Geh mal da drüben gucken. Was haben wir denn da eigentlich? What have we here? Aha, ich glaube, wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt am Rand der Küste. Ich versuche jetzt einfach mal wirklich allerdings. Wir könnten jetzt natürlich hier einfach abweichen vom Pfad, aber ich denke nicht, dass das von den Entwicklern so gedacht ist. Wobei es natürlich schon interessant wäre, herauszukriegen, welchen Impact das hätte, wenn man sich jetzt mal nicht in den Weg hält, ne? Das werden sicherlich. Also ich werde sicherlich nicht der Einzige sein, der diesen Fehler gemacht hat. So, ich muss jetzt erstmal wieder zurück. Auch wenn ich diesen Vermaledeiten. Ach, da ist der Weg. Jetzt. Und jetzt folge ich diesem Weg. Und ich kann. Erstmal wieder zurück. Lasst uns diesem Weg zurückfolgen. Bis wir irgendetwas Markantes finden. Ich meine, wir Veteranen, wir wissen ohnehin schon, dass da so einiges kommt. Und ich meine, hey, das muss halt auch, das kann auch passieren, dass man sich einfach mal verirrt. Wir haben uns verirrt im Dschungel, in die falsche Richtung gegangen. Das. Oh. Der erste Schädelkrieger. Wie schön. Wir haben den ersten Schädelkrieger gerade eben gesehen. Ich hatte wenig Interesse daran, ihn persönlich kennenzulernen oder nach dem Weg zu fragen. Nach dem, was wir erlebt haben, kann man das auch nicht erwarten. So, wir folgen dem Weg jetzt hier übers Wasser. Ah, und ich weiß jetzt schon, wir betreten damit wieder Leopardengebiet. Kann ich der Weg. Ah, da ist wieder so eine von denen. Da oben. Kohlenhydrate voraus.
Leckere Kaki. Ziehen wir uns rein. Das lasse ich mir gefallen. Wird aber echt noch mehr Kohlenhydrate brauchen. Wisst ihr was? Ich nehme mal diesen unbekannten Pilz mit. Ich weiß, dass man den kochen kann. Und jetzt habe ich schon das Problem, dass ich mich minimal verlaufen habe, aber auch nur minimal. So, denn die Karte ist zwar toll, aber wenn man nicht exakt weiß, wo man ist, ist das völlig belanglos. Wir sehen hier auf jeden Fall das ist die Südwertung, das ist die Westwertung. Wir befinden uns momentan 49, 20. Ja, also Moment, wir befinden uns also demnach 49. Wir befinden uns genau hier. Genau hier. Okay. Demnach sollte ich am besten einfach wieder zurückgehen. Ich folge dem Flusslauf, um dann wieder da hochzukommen. Dann gehe ich wieder dahin und gucke mir mal Lambda 2 an. So, genau. Also ab zum Fluss. So müsste das zumindest funktionieren. Bin ich kein Kartenlesprofi, aber wenn das Ding auch nur einigermaßen logisch ist, dürfte das die Lösung sein. Hoffen wir mal, dass es so ist. So, jetzt müssen wir nämlich dann dem Weg hier folgen. Das müsste dann der Weg Richtung Osten sein. Genau. Gute ist, dass man solche Flüsse auch immer, wenn sie nicht so tief sind, ohne Probleme auch als Straße verwenden kann. Das. Ein Papagei, den sammle ich doch glatt mal. Gibt uns noch mal ein paar Federn. Ara-Fleisch nehmen wir natürlich auch gerne mit. Dass wir wieder zur Gelegenheit kommen, uns quasi etwas zu kredenzen. Ach, da oben sind die Wasserschweine. Wow! Wow! Scheiße, was ist jetzt passiert? Ich habe mir, so wie es aussieht, gerade eben eine von dem Rochen eingefangen. Nicht wahr? Ja, ich habe mir eine vom Rochen eingefangen. Scheiße, das kenne ich noch gar nicht. Eine vergiftete Wunde. So ein Kack. Ich habe noch nie Blattverband. Toll. Eine vergiftete Wunde. Das heißt, ich muss jetzt doch noch mal zurück. So ist ein Thema, das. Da hinten war ein Entgiftungsgerät. Tabak. Hatten wir da hinten. Nicht nochmal irgendwas in der Richtung. Da. Ist klar. Da war gerade noch keine. Boah. Lucky, lucky. So. Tabakverband herstellen. Herstellen. Keine Zeit verlieren. Anbringen. Vergiftung ist unangenehm. Ich habe jetzt das Fieber, dagegen kann ich die Medikamente einnehmen. So, Problem gelöst fürs Erste. Ideal war es nicht. Scheibenkleister eben. Herstellen. Boah, ich bin zum allerersten Mal von so einem miesen Vieh, von so einem Rochen gestochen worden. Die haben mich bisher immer in Ruhe gelassen. Na gut, es ist nur, dass wir nicht mehr im Wasser laufen, sondern eher am Wasser. Hier würde übrigens tatsächlich der Weg weitergehen. Mal gerade mal gucken, ob ich diesen Weg auf der Karte sehe. Natürlich nicht. Aber irgendwann mal muss ich da hoch. Weiß gerade eben bloß. Wahrscheinlich da vorne. Würde ich einfach mal annehmen. Würde annehmen hier, genau. Hier waren wir nämlich, glaube ich, schon mal drüber. Jetzt lauf doch da drauf. So. Und dann durften wir nämlich jetzt hier wieder in diesen Dreieckspfad kommen. Und unseren Weg zurückfinden. Noch scheint alles ruhig zu sein. Bis auf also die sehr, sehr gefährliche Umgebung. Hier noch Hunger?
Könnte was vertragen. Guten alten Kohlenhydrate. Immer ja damit. Ging auch noch ein bisschen Energie. Nachdem wir gerade eben Fieber hatten, eine Vergiftung hatten, ist es, glaube ich, nicht so doof, wenn man sich da kurz noch was gibt. Einfach mal so einen kleinen Upper reinschmeißt. So, genau jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir zu Lambda 2 kommen. Also, Blick auf Karte. Wir sind hier. Jetzt geradeaus nach, ja gut, wir müssen eigentlich einfach nur zu 41, 26. Das sollte machbar sein. 41, 26, ja. Ich habe bloß nicht mitbekommen, warum wir dahin wollen. Wie gesagt, das ist mir jetzt ein bisschen entgangen. Muss irgendetwas in einem Gespräch gewesen sein. Oder ist es der Ort, wo das Flugzeug vielleicht mutmaßlich runterkam? Ich weiß es nicht. 41, 26. Wir sind jetzt schon bei 25. Noch deutlich westlicher. Oder sind wir dann jetzt doch wieder. Das war doch der Startpunkt, den ich am Anfang als selbigen wahrgenommen habe. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Unser Fleisch durfte hier getrocknet rumliegen. Nur zu 21, genau. Es ist noch. Oh doch, da haben wir es ja. Essen. Und Essen. Irgendwas läuft da rum, das gefällt mir gar nicht. 41, also wir müssen jetzt hart nach Westen. Ja, das ist der Startpunkt. No discussion. Ich weiß jetzt nicht, warum ich da wieder hin soll. Ich soll diesen Ort überprüfen. Wahrscheinlich, weil ich da aufgeschlagen bin oder sowas in der Art. Das ist das Einzige, was ich mir da gerade immer erklären kann. Na, Schweinderl. Willst du was essen? Komm, schleck mir mal die komischen Dinger da vom Fuß. Komischen Egel. Würde ich gerade bevorzugen. Na gut, wir laufen weiter in die Richtung. Wir wissen es ja jetzt. Oh oh. Der Klapperschlange, ey. Nach wie vor schade finde ich, dass die einfach immer nur lokal bleiben. Und sich nie bewegen, außer man will sich unbedingt von ihnen beißen lassen. Da ist der Kleine, okay. So, wir nutzen mal die Gelegenheit, wo wir gerade eben hier sind, ne? Und speichern mal hier drüber. Guck mal gerade eben. Naja, ich muss jetzt einfach weiter nach. Nach Südwesten. Ist aber hart, da hinzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, lasst uns mal ausprobieren. Oh, guck mal, was wir da haben. Etwas, was sowohl unserem Zucker als auch unserem Wasserhaushalt dienlich ist. Geile Sache das. Also wie gesagt, was ich bei Green Hell schon immer als relativ einfach ansah, war einfach, wenn du einigermaßen eine Grundvoraussetzung hast, um zum Beispiel Gift, wie ich jetzt gerade eben so mit dem Tabak oder auch ein paar andere Sachen heilen zu können, wenn du überhaupt Molinerie hast, wenn du so eine grundlegende Ausstattung hast, bist du eigentlich, wenn du dich mobil durch den Dschungel bewegst, eigentlich relativ safe. Musst bloß auf ein paar Eingeborene Acht geben. Wenn du das tust, passiert relativ wenig. So. Wie schaut es jetzt hier aus? Ja, wir sind jetzt fast da. Okay, warte mal. Ich habe das einen Eindruck, ich verwechsel da irgendwas. 26, 41. Es ist nicht hier. Es ist mitnichten hier. 41, 26.
muss jetzt hier nach Nordosten. Da muss ich hin. Okay, ist ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Och Mann, schon wieder. Aber Glück gehabt. Bei höheren Schwierigkeit hätte das Ding mich wahrscheinlich schon längst gebissen. Immer noch nichts gefunden. Wo kommen wir jetzt hin? Wir kommen der Sache näher. Vierundvierzig, 29. Nur noch 44,29. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie an all dem hier vorbei. Ich weiß aber auch gerade ehrlich gesagt gar nicht auswendig, wo ich da hinkomme. 44,28. Der Weg ist weiter, als man denkt. Gönnen wir uns kurz mal wieder. Kann man einfach mal so komplett sich reinpfeifen. Gott, wir ernähren uns so gesund in diesem Dschungel. Beinahe erschreckend. Nicht, dass noch irgendwie mein Arzt oder meine Frau auf die Idee kommt, quasi mich im Dschungel auszusetzen, weil ich mich dann endlich mal von Früchten ernähre. So, wir müssen hier runter. Ja, ich ahne, wo wir da hinkommen. Wir sind schon fast da. Bloß aufpassen, mich nicht schon wieder von irgendwas beißen oder stechen zu lassen. Noch weiter nach Westen. Eigentlich muss ich dahin. 41, Moment. Nee. 41, 26, genau. 41, 26. Gleich sind wir da. Und das soll mir jetzt was helfen? Wieder hoch. Warum werfe ich jetzt Steine, die ich eigentlich dringend haben will? Ich habe schon wieder versehentlich die G-Taste getroffen. Gut, nochmal gucken. 41. Ich muss in diese Richtung. Habe ich schon wieder den Stein? Was soll denn das? Nein, er lernt es nicht mehr. Er lernt es einfach nicht mehr. Gebt den Mörb auf. Hoppala. Hoch und hoch. Kurz verschnaufen. Und wieder Picaris, okay. Die sich da im Wasser suhlen. Warum ich da jetzt auch immer nicht hochkomme in diesem Stein, ist mir ein Rätsel. 41, 26. Also ich muss noch mal ein Stückchen da hoch. Da bin ich jetzt doof. Ist mir sehr bekannt. Ne, bin ich bekannt vor. Ach, da, lol, da war ich doch von oben. Get up there. Das kenne ich doch irgendwoher. Oh Mann. Mia, I've almost reached the Lambda location, but I can't get there. I mean, there's a way up, but the ropes have been cut. Ja, was and? I could use some climbing gear. Is there nothing you can use? I'm not having much luck. I'll let you know if I find anything. Okay, jetzt muss ich anscheinend. Muss ich jetzt einfach irgendwas craften? Das ist jetzt sehr witzig. Also, ich bin jetzt extra hierher gekommen, nur um zu wissen, dass ich da nicht hochkomme. Seile, Mia, ich muss da hinkommen. Kletterausrüstung? Fragezeichen. Erforsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Okay, danke für nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, ich stand da oben doch schon. Ich stand da oben doch schon. Oder? Und lass mich gerade mal auf der Map gucken. War ich da schon oben? Nee, warte mal, kann nicht sein. Ich glaube, das führt mich jetzt dann dahin, ne? Das müsste mich in diese Richtung führen. Uff, da. Okay, also gut. Dann
Ich glaube nicht, dass der Wurfhaken einfach so hier im Dschungel rumliegen wird. Das habe ich ja toll hinbekommen. Das gibt's aber nicht. Jetzt bin ich da runtergeplumpst. War nicht mal mit Absicht, sondern wieder einmal mal nur abgerutscht. Das Bein bekommt echt eine Menge ab, ey. Ich nehme als das da. Na gut, liebe Leute, dann würde ich auch mal sagen, wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal, ne? Schöne Zeit bis dahin. Tschüss und Ade.